Wie Sie vielleicht schon entdecken können, gibt es da vorne Erdbeeren und Rhabarber. Und ich könnte sowohl sterben für Erdbeeren als auch Rhabarber. Aber Jörg hat sich was Tolles mit Rhabarber einfallen lassen. Und zwar was, lieber Jörg? Hallo, liebe Zuschauer. Und weil ich ja weiß, dass unsere Moderatorin so auf Rhabarber und Erdbeeren steht, machen wir natürlich eine reine Rhabarber-Erdbeer-Show. Wir werden ein Rhabarber-Erdbeereis zubereiten. Und dass wir noch was Warmes haben, gibt es noch ein Rhabarber-Erdbeer-Crumble. Und das ist doch eine schöne Dessertkombination für den kommenden Frühling, der jetzt vor der Tür steht. Und ich starte auch einfach mal durch, denn wir haben ein bisschen was zu tun. Ich habe also frischen Rhabarber mitgebracht. Den bekommen Sie natürlich beim Gemüsehändler Ihres Vertrauens. Verzichten Sie jetzt bitte auf tiefgekühlten, denn jetzt ist Rhabarbersaison. Die ist ja relativ kurz und dann sollten wir die Chance einfach nutzen. Und den habe ich auch schon mal geschält. Das sehen Sie hier. Dann habe ich also das Ganze schon mal vorbereitet in größere Stücke, so ungefähr 2 cm. Das ist für unser Rhabarber Crumble. Und zu diesem Rhabarber, der schon in große Stücke gehackt ist, geschnitten ist, kommt jetzt etwas Zucker. Und dann lassen wir das Ganze nämlich eine Stunde ruhen. Dann zieht er etwas Flüssigkeit. Und natürlich die Süße geht dann auch in den Rhabarber über. Das wollen wir ja später haben, denn pur, probieren Sie es mal zu Hause, ist das nicht so der Hit. Da können Sie Ihre Gäste erschrecken damit. Obwohl ich ja zugeben muss, dass ich das ganz, ganz arg gerne mag. Ne? Ja. Also auch diesen ganz, ganz puren Rhabarbergeschmack. Also gerade dieses Säuerliche finde ich ziemlich fancy, ehrlich gesagt. Okay, gut. Ja, ja. Also, ja. Dann spare ich mir natürlich das nächste Mal den Zucker. Genau, also bitte den Zucker weglassen. Nee, nicht komplett. Dann machen wir mal einen Test, liebe Zuschauer, und gucken mal, wie unsere Moderatorin reagiert, wenn sie mal unser Dessert ungesüßt ohne Zucker bekommt. Nein, das stimmt vielleicht. Spaß beiseite. So, dann haben wir den zweiten Schritt. Das ist dann für unser Rhabarber-Erdbeereis. Da habe ich auch wieder Rhabarber geschält und in klein, also wirklich ganz kleine Stücke gehackt. Für das Kompott macht es mehr Sinn. Das sieht auch ein bisschen schöner aus. Mhm. Und wir werden ja auch oft gefragt, oder ich wurde jetzt oft gefragt, ja, wegen dem Schälen. Und ich muss dazu sagen, ja, es hat verschiedene Gründe, warum man den Rhabarber immer schälen sollte. Zum Ersten sind wir mal beim hohen Oxalsäureanteil in der Schale. Die ist nicht sonderlich gesund und auch schwer verdaulich. Das ist mal der erste Part. Und der zweite ist natürlich, sie haben diese harten Außenfasern. Und ich mag das zum Beispiel nicht, wenn man die so zwischen den Zähnen hängt. Das bilden ja diese ganz langen Fäden. Stimmt, ja. Deswegen am besten wirklich kurz abschälen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal an einem Rhabarberstück, ein schönes dunkles, wie einfach das geht. Man setzt also das Messer hier oben an und dann kann man das also einfach abpellen. Oh ja. Ja, das ist super simpel. Ich denke, das sieht man auch gut in dieser Kamera hier. Geht das immer so leicht oder geht das nur bei dir so leicht? Das geht natürlich nur bei mir so leicht. Ich habe das natürlich vor stundenlang geübt, das ist selbstverständlich. Nein, das nur so als kurze Randinformation. So, den schneiden wir jetzt noch mit hier dazu. So, dann haben wir jetzt also einen kleinen Topf. Da kommt jetzt unser ganz klein geschnittener Rhabarber rein. Wie gesagt, das ist für unser Eis. So. Und dazu kommt jetzt gleich der Zucker. Deswegen muss hier keine Flüssigkeit dazu. Der Zucker ist ja auch wie Salz, hygroskopisch. Mhm. Und der wird jetzt sofort die Flüssigkeit aus dem Rhabarber ziehen, in Kombination mit der Hitze. Habe ich es also gleich so eine ganz saftige Angelegenheit. Man wird es in 2-3 Minuten ganz gut erkennen können. Ja, man braucht einfach ein bisschen Geduld und das ist das, was mir meistens fehlt. Und deswegen denke ich immer, ich muss überall Flüssigkeit reinballern. Also das ist absolut nicht notwendig. Nee, hier nicht notwendig. Am Anfang ein bisschen darauf achten, dass er nicht anbrennt. Das dauert so 1-2 Minuten, bis dann das Wasser aus dem Rhabarber rauskommt. Und dann kocht es sich praktisch selbst weich im eigenen Saft. Und dann habt ihr natürlich auch das höchstmögliche Aroma. Zudem beim Eis, umso weniger externen Wasseranteil man hat, umso weniger Eiskristalle hat man dann drinnen und das wollen wir ja auch. Also wenn ich hier noch mit Wasser auffülle, dann habe ich das ja später entweder in der Eismaschine oder auch wenn ich es ohne Eismaschine zubereite, dann immer in der Eismasse drinnen. Und das hat halt nicht so einen tollen Effekt im Mund. Das schmeckt nicht so lecker, weil es ist meistens auch nicht aromatisiert. So, dazu können Sie natürlich einen kleinen Vanillezucker geben. Aber weil wir richtig Lust und Spaß am Kochen haben, machen wir das natürlich mit einer echten Vanille. Da reicht jetzt so ein Drittel und davon die Hälfte. Und auch wieder das Mark herauskratzen. Und da das Mark herauskratzen, ja. Jawohl. Also ich finde es auf jeden Fall schön. Ich meine, ich mag zwar auch sehr, sehr gerne Vanillezucker, benutze eigentlich, glaube ich, zum Backen sehr häufig Vanillezucker, aber du hast recht.
Also frische oder echte Vanille ist natürlich noch mal eine ganz, ganz andere Qualitätsstufe. Ja, also wir werden auch mit Vanillezucker arbeiten, allerdings beim Crumble. Mhm. Weil wenn wir die rohen Früchte dann marinieren und wir brauchen also schon immer die Möglichkeit der Hitzeentwicklung bei der echten Vanille, damit sich das Aroma auch wirklich gleichmäßig verteilt. Oder man lässt es eine ganze Nacht marinieren. Mhm. Das funktioniert natürlich auch. Dann braucht man wiederum keine Temperatur. Aber diese Zeit haben wir leider nicht. Wir wollen ja heute fertig werden, denn unsere Zuschauer, unsere Studiozuschauer, heute haben wir noch gar keine, aber in der nächsten Show, die wollen es dann probieren. Genau. Also ist heute noch mal das Personal dran. Die dürfen sich also glücklich schätzen. So, liebe Tanja, das war's mal erster Part von mir. Ich weiß nicht, ob du was zu berichten hast, ob du wieder ein paar Neuigkeiten hast, was unsere Gerichte angeht. Ansonsten mache ich einfach weiter. Das genau, du machst jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Ja. Und ich sage Ihnen so ein bisschen was zu Erdbeer und Rhabarber. Sie wissen ja, liebe Zuschauer, dass Erdbeeren und Rhabarber gerne kombiniert werden. Und da gibt es auch tatsächlich einen Grund. Denn diese beiden Früchte, oder ist Rhabarber eigentlich ein Gemüse? Das ist ein Gemüse, mhm. Ne? Aber also ja. dieses Gemüse Rhabarber und die Frucht Erdbeere ergänzen sich perfekt. Denn du hast ja so schön gesagt, diese Oxalsäure im Rhabarber, ja, und die Süße der Erdbeere, die können quasi sich gegenseitig aufheben und dann schmeckt der Rhabarber nämlich noch besser. Also es heißt, zusätzlich zum Zucker mit Erdbeeren ist die Kombination unschlagbar und deswegen finden Sie das eigentlich in Marmeladen, in der Sterneküche, eigentlich überall in dieser Kombination. Und wenn Rhabarber Zeit ist, dann geht eigentlich nichts an Erdbeeren mit Rhabarber vorbei. Also es gibt ganz selten mal einen puren Rhabarberkuchen, doch den mit Baiser, ne, mit dem Baiser-Deckel, den gibt es ja schon manchmal. Ja, das ist auch mein Lieblingskuchen. Ja, das ist ja auch wirklich richtig. Den kann richtig aber nur meine lecker. Oma, und die ist leider nicht mehr unter nicht uns. Mehr unter, ja, ja, leider. Und, aber ansonsten halt eben wirklich, wie gesagt, meistens mit Erdbeeren und das aus diesem Grund, weil diese beiden so schön kombinierbar sind. Zum Thema Crumble erzähle ich Ihnen nachher mehr. Ich habe mich so ein bisschen erkundigt, weil wir kennen ja den klassischen Streuselkuchen und der Crumble, der ist dann irgendwann entstanden im 19. Jahrhundert. Und warum, das erzähle ich Ihnen im zweiten Teil. Deswegen würde ich sagen, Sie können gleich wieder einschalten, oder? Ja, klar. Unbedingt. So, liebe Zuschauer, und hier sind wir wieder im Teil 2 und ich hoffe, die Deckenkamera kann es ganz gut einfangen. Sie sehen jetzt also, der Rhabarber ist jetzt gekocht und das ist jetzt wirklich der eigene Fruchtsaft oder Gemüsesaft, der jetzt da zu sehen ist. Da wurde also kein Wasser zugesetzt, das ist jetzt ungefähr noch 5 Minuten und dazu kommen jetzt noch die Erdbeeren, nochmal für weitere 2 Minuten. Nicht wundern, da sind auch die Erdbeeren fürs Crumble dabei. So, das ist die richtige Menge. Aber ich finde schon erstaunlich, wie viel Flüssigkeit sich da jetzt gebildet hat. Ja, ne? Ja. Das ist ja wie bei Salatgurken auch. Die bestehen auch zu 90% aus Wasser. Und der Rhabarber, dem geht es nicht viel besser. Wie eigentlich fast allen Obst und Gemüse. Ach, wenn so. Sie riechen könnten, was ich rieche. Ich glaube, wir müssen mal wirklich das erfinden. Geruchsfernsehen. Dass man, genau, glaub, Geruchsfernsehen. Schon, ja. Weil es ist einfach großartig, der Duft. So, das habe ich ja jetzt eine Stunde ziehen lassen. Mhm. Beziehungsweise haben wir natürlich vorbereitet, liebe Zuschauer. Dazu kommen jetzt auch die restlichen Erdbeeren. Mhm. Das ist auch für unser Crumble. Genau, das ist aber auch richtig viel, ne? Ja, das ist richtig toll. Das ist richtig viel, weil wir haben ja auch richtig viel Hunger nachher, hoffe ich. Also wenn es schmeckt, ich glaub haben schon. Wir viel Hunger. Und da gebe ich jetzt Vanillezucker rein. Weil da bietet es sich an, ja, weil wir das nicht erhitzen vorher. Und wie gesagt, wir dieses nicht eine ganze Nacht jetzt durchmarinieren möchten. Ja. Da muss ich noch ein bisschen hoch, so, dass es auch weitergeht. Dass es weiter blubbert, richtig. Das ist der Vanillezucker. Also das heißt, du schüttest quasi, ich benutze jetzt mal das Wort schütten, die rohen Früchte in die Auflaufform. Genau, genau. Und dann wird das erst im Backprozess. Im Backofen wird das Ganze dann erhitzt. Und, mhm, selbst, und das Crumble wird dann gebacken dabei. Crumble ist ja eigentlich nur ein fancy Wort für Streusel. Ja. Meine Oma hat schon Crumble, meine Urgroßmutter hat schon Crumble gemacht. Ja. Nur auf Deutsch. Aber das ist jetzt also quasi eigentlich seit dem 20. Jahrhundert bei uns erst richtig modern, ja, ja. Crumble. Also mittlerweile sogar fast moderner als der klassische Streuselkuchen. Streuselkuchen ist halt aber auch ein bisschen aufwendiger, weil, was du ja gerade selbst gesagt hast, du nimmst jetzt die Früchte und machst Streusel drüber. Ja. Und das ist schon das gesamte Hexenwerk, ne?
Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich ganz tolle Abwandlungen von Crumble. Man könnte da jetzt also auch super Kokosflocken noch ins Crumble, was wir als nächstes anrühren, ins Crumble reinmachen. Das würde passen. Oder auch ein paar Nüsse oder Krokant, um das Ganze noch ein bisschen mehr crunchy zu machen. So, das Ganze füllen wir jetzt hier ab in unsere Auflaufform. Ja, das passt aber genau. Also echt bewundernswert, Herr Gummann, wie Sie immer die Mengen sehen können. Das ist halt ein gutes Augenmaß. Ja, ein sehr gutes Augenmaß. Ja, so schaut es aus. Das darf ich schon mal zu dir rüberstellen. Ja. Du könntest bitte den Backofen mal auf 175 Grad Umluft machen. Das mache ich doch glatt. Damit müssten wir zurechtkommen. Biodampf, Heißluft. Wie viel hast du gesagt? 175. 175 Grad Umluft. Jetzt schauen wir mal. Jawohl. Technisches Verständnis. 175 Gramm. Wow. Gramm, ja. Grad. Grad, bitte, Grad, ja. Habe ich erledigt. Ja? Ja. Das Blech da innen drin rausholen oder kann das drin bleiben? Nee, da werden wir die Auflaufform draufstellen. Okay. Mhm. Jetzt gehen wir zum Crumble. Wir machen jetzt also eine klassische Variante. Wir haben hier einmal weiche Butter. Dafür waren die Scheinwerfer jetzt mal gut, die waren nämlich vorhin noch ganz hart und er hatte sich Sorgen gemacht. Aber ruckzuck geht das und die Butter ist weich. Oh mein Gott. So, und da kommt dann unser Mehl drüber. Das kann man zum Beispiel auch mit Haferflocken. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, du benutzt Haferflocken. Ja, dann hast du leider falsch gedacht. Da habe ich jetzt falsch gedacht. Und dann kommt jetzt noch Rohrzucker dazu. Etwas Zucker. Das sieht man dann immer so krass bei Rohrzucker wegen der Farbe. Und ein Eigelb. Und diese Creme, die wir dort sehen. Also ich wir müssen ja noch ein Eis machen, liebe Tanja. Ah, okay. Und das heißt, alles andere, was da jetzt noch steht, kommt alles ins Eis. Ja, ich hoffe doch, dass ich jetzt nichts vertauscht habe. Dann kommt alles andere jetzt ins Eis. Das ist das Creme Fraiche, das ist die Kondensmilch. Und ich habe die Sahne. Und du hast die Sahne, ja. Perfekt. Gut, ich bringe ihn gerne ein bisschen durch. Ja, ich merke es gerade. Sie merken, liebe Zuschauer, das ist so. Ja? Und jetzt tauche ich mal meine Hände, die sind frisch gewaschen natürlich, meine Hände hier rein. Beziehungsweise ich püriere noch ganz kurz unser Kompott, weil das müssen wir dann auch eine Stunde auskühlen lassen. Und dann darfst du schon anfangen, die Sahne zu schlagen währenddessen. Beziehungsweise, du kannst auch gerne noch was erzählen, weil wir haben noch ein paar Minuten. Ich wollte noch über Crumble reden, ja. Dann fange ich an zu pürieren und ich werde dann nur noch das Crumble durchmischen. Aber da muss ich ja nichts mehr dazu kommentieren. Das hat bestimmt jeder schon mal zu Hause gemacht. Eigentlich schon, ne? Streusel gemacht hat eigentlich zumindest so ziemlich jeder oder jede von Ihnen. Also, liebe Zuschauer, Crumble. Wie gesagt, ich habe ja vorhin schon gesagt, das landete quasi erst am Anfang des 20. Jahrhunderts bei uns. Ist aber allerdings eine Süßspeise aus England, also Großbritannien und US-Amerika. Also nicht Südamerika, sondern US-Amerika. Und es ist wahrscheinlich quasi entwickelt worden, das mutmaßt man, im Zweiten Weltkrieg. Weil da war ja dann irgendwann alles knapp. Aber man hatte vielleicht noch ein paar Früchte und hat dann quasi das Crumble da einfach oben drüber geschmissen und auf den Boden sozusagen verzichtet, ne? Weil einfach nicht mehr genügend Mehl oder sonst irgendwas da war. Und so entstand sozusagen der Crumble. Was natürlich eine ganz, ganz tolle Geschichte ist, Crumble kann man mit allem machen. Also sämtliche Früchte können da unten rein. Ganz besonders beliebt ist natürlich auch Apfel-Crumble. Das ist eigentlich auch so, glaube ich, so ziemlich das, was als allererstes zu uns rüber geschwappt ist. Und er hat ja vorhin schon gesagt, Haferflocken könnte man jetzt für die Streusel nehmen, also für die Crumble, was ja eigentlich so viel übersetzt wie Streusel heißt. Da gibt es natürlich auch Dinkelflocken. Und Dinkelflocken sind immer mehr im Kommen. Jetzt streiten sich mittlerweile die Geister. Was ist besser und was ist gesünder? Haferflocken oder Dinkelflocken? Ist beides gesund. Ja, es kommt jetzt wirklich einfach auf den Geschmack drauf an. Aber wie heißt so schön? Abwechslung macht das halbe Leben. Ja, ich kenne das Sprichwort zwar noch nicht. Ja, und deswegen sollte man einfach immer mal wieder die Sachen abwechseln, ne, weil es ist immer einfach besser für den Organismus, wenn er wieder was anderes zu tun hat. Deswegen probieren Sie auch mal Dinkelflocken. Ich mag die ja ganz arg gerne. Also Hauptsache Crumble, wollte ich sagen. Ja, mit Haferflocken, mit Dinkelflocken oder ohne, ganz egal. Das ist einfach eine ganz leckere Geschichte. So, und dann würde ich mich jetzt da dran machen. Ja, dann mache ich noch mal einen letzten Satz. So, ich habe natürlich jetzt zwischenzeitlich unser Gemüse, unsere Früchte püriert. Die zeige ich Ihnen jetzt noch in Teil 3. Und Sie sehen ja, ich bin hier am Crumblen. Die Tanja wird jetzt gleich um die Sahne schlagen. Was wir jetzt in der Pause machen werden, was Sie nicht sehen, wir werden den Crumble auf unser Gemüse, mein Gott, auf unsere Früchte packen. Es stimmt ja, Gemüse und Frucht. Ja. Genau. Und das Ganze in den Backofen packen. Und dann darfst du jetzt bitte anfangen mit Sahne schlagen. Genau, und wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.
Willkommen zurück, liebe Zuschauer, im Teil 3. So, und da lacht sich unsere Moderatorin, weil sie weiß, es geht jetzt dem süßen Finale entgegen und sie kann es kaum noch abwarten. Genau. Wir machen jetzt den letzten Part, nämlich unser Erdbeer-Rhabarber-Eis. Relativ einfach. Ah, ich merke schon, Sie stellen sich wahrscheinlich die Frage, weshalb die Erdbeeren hier immer wilder rumliegen und immer weniger werden. In jeder Pause kommt hier das Team und klaut mir ein paar. Das ist der Grund. Also nicht, dass Sie denken, ich zerstöre das hier immer alles. Das ist leider so. Ich kann es nicht ändern. So, wir haben also hier diese ausgekühlte Masse, die ich vorhin noch püriert habe. Dann haben wir jetzt zwei Varianten. Wir haben einmal die mit Eismaschine. Sollten Sie eine zu Hause haben, können Sie jetzt Joghurt hier reingeben. Da ich keine Eismaschine hier habe, werde ich jetzt hier Creme Fraiche bzw. Creme Double dazugeben. Mhm. Dann wird das Ganze etwas schmantiger und cremiger, weil man da auch relativ viele Eiskristalle dann bildet, wenn man das in der Tiefkühltruhe macht. Also, das ist hier die Variante für ohne Eismaschine. Mit Eismaschine Creme Fraiche tauschen mit Joghurt. Ich werde das allerdings im Rezept auch nochmal separat erwähnen. Und jetzt auch zum Zweiten, das ist Kondensmilch. Die Variante ohne Eismaschine mit Kondensmilch. Und die Variante mit Eismaschine, können Sie ganz normale Vollmilch dazu nehmen. Dann haben Sie den ähnlichen Effekt. So, jetzt brauche ich noch einen Schneebesen. Ich bin ganz gespannt, deswegen bin ich so still. Immer endlich. Genau, immer wenn es um etwas Süßes geht, muss ich ganz genau hingucken, damit ich das auch direkt nachmachen kann zu Hause. Und wichtig ist, dass man diese Masse vorher hat auskühlen lassen. Ruhig dann auch nochmal, wenn es so auf Zimmertemperatur ist, nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank, dass die Zutaten jetzt nicht verflüssigen. Gerade die Sahne, die wir zum Ende unterheben. Ich habe auch etwas von dem Fruchtmark, von dem Fruchtpüree mir zur Seite gestellt. Nehmen wir nachher für die Dekoration. So. Genau. Während du rührst, darf ich sagen, wo man die Rezepte findet? Bitte, natürlich. Genau. Also, unsere Rezepte finden Sie wieder auf www.anixahd.tv/kochshow. Sie wissen ja schon, wie es geht. Einfach auf den Link klicken, dann bekommen Sie das gesamte Rezept. Sie können es auch gerne ausdrucken. Das ist wirklich richtig schön von unseren Grafikerinnen gemacht, auch für Sie zu Hause zum Ausdrucken. Oder Sie schreiben uns mal, wenn Sie möchten, eine kleine E-Mail mit irgendwelchen Ideen, die Sie haben, oder wenn Sie etwas möchten, dass wir mal das für Sie kochen, um Gottes Willen, ganz schlechtes Deutsch, also wenn wir mal etwas für Sie kochen sollen, oder wenn Sie irgendwelche Tipps oder Anregungen haben, Kritik etc., dann schreiben Sie uns über kochshow@anixahd.tv. Wir freuen uns auf Ihre Mails. So, ich habe jetzt schon die erste Hälfte der Sahne untergehoben, dann nehme ich einen Schneebesen, wenn das jetzt mein Ausbilder sieht von früher, dann haut er mir jetzt einen hinter die Ohren, das weiß ich ganz genau, aber es lässt sich leichter vermengen, wenn man jetzt also einen Teil der Sahne mit dem Schneebesen leicht unterhebt, die verliert dann zwar etwas Volumen, aber ich habe eine angeglichenere Konsistenz und kann dann deswegen die zweite Hälfte Schlagsahne relativ leicht da unterheben. Wenn man das also alles auf einmal reingibt, dann wird es auch ein mühseliges Unterfangen. Da hat man nämlich nur diese Sahneklümpchen. Genau, oder wie das erinnert mich dann immer an Spaghetti-Eis im Sommer, wenn die Sahne unten gefroren ist. Ja, das liebe ich. Liebe das. Das ist jetzt der absolute Knaller. Und zwar von mir aus könnte die ganze Sahne gefroren sein. Ich finde es einfach genial. Also, so, liebe Tanja. Ja. Und jetzt hast du deine Aufgabe. Mir mal das Eis, wir haben das natürlich vorbereitet, weil wir jetzt keine 12 Stunden warten wollen, aus dem Kühlschrank zu holen. Jawohl, das mache ich doch glatt. Das habe ich also vor einer halben Stunde aus dem Tiefkühlfach. Habe das dann, wie ich es gestern Abend eingefroren habe, einfach alle 30, 40 Minuten einmal durchgerührt wieder, dass es vom Rand her, wo es anfriert, dass ich das dann wieder, dass es homogene Masse bleibt. Das müssen Sie also dann die ersten 3, 4 Stunden tun, wenn Sie keine Eismaschine haben. Und dann tut das Ganze sein Ding von alleine und wie gesagt, eine halbe Stunde vorher raus. Ich habe es jetzt nur wegen den Scheinwerfern im Kühlschrank zwischengelagert. Das geht ins Tiefkühlfach. Also ich zeige es mal ganz kurz auch von oben sozusagen. Ne? Also jetzt im Moment ist das quasi eine ziemliche Eismasse noch. Aber ich denke mal, dass du gleich was daraus zauberst, dass man das dann besser sieht, wie das aussieht. Aber es sieht jetzt schon wirklich sehr, sehr, sehr schön aus. So, und jetzt haben wir hier unser Crumble noch dazu. Das ist auch schon fertig und brutzelt noch vor sich hin. Genau. Und dann werden wir das jetzt mal anrichten. Genau. Du möchtest in dieser Schale? Ich denke, das müsste eigentlich funktionieren. Also das ist übrigens eine perfekte Kombination, Crumble und Eis. Das wird auch ganz oft zum Beispiel bei Apfelcrumble gemacht mit Vanilleeis. Hier haben wir jetzt den Erdbeer-Rhabarber-Crumble mit Erdbeer-Rhabarber-Eis selbst gemacht. Also besser geht's eigentlich nicht. Es ist einfach großartig.
Also das hat auch eine richtig tolle Farbe, ne? Unheimlich ja, schön, golden. Ja, die Farbe ist schön, das probieren wir es mal. Ich denke, mit einem großen Löffel ist es einfacher genau. zu handeln. Ja, die habe ich noch nicht gelöst. Ich sehe es gerade. Ja, die habe ich noch nicht gelöst. Aber ah, doch, ich habe eventuell welche hier gelöst. Sekunde. Ansonsten nehme ich eine Schaumkelle. Hier hinten haben wir keine. Nee. Ich mache das jetzt mal genau. schnell. Das gibt natürlich Abzüge in der B-Note. Ja, ich wusste nicht, dass er den großen Löffel jetzt braucht. Von daher habe ich es noch nicht rausgeholt gehabt. Nee, ich nehme die Schuld auf mich. Ich hätte ja auch besser gucken können vorher. So, und jetzt packen wir das Ganze mal hier drauf. Guck mal, auch jetzt ne, hat es noch sehr, sehr viel Flüssigkeit. Ja, die steht jetzt unten drin, die Flüssigkeit. Und ich denke, wenn man das jetzt mal hier, das ist sehr heiß, Vorsicht. Okay. Ja. Einfach mal darüber schiebt, vielleicht für die Kamera da vorne. Andere Seitenkamera, ja. da kann man es vielleicht erkennen. So schaut's aus und man sieht doch relativ viel Fruchtsaft. Den könnte man jetzt auch noch mal abgießen und noch mit etwas Stärke oder Agar-Agar anbinden und natürlich noch mal separat reichen. Wäre eine Variante. So, und dann haben wir hier unser Eis. Oh, extra ein Bällchenmacher. Ja, ich hoffe, das auch funktioniert, der Bällchenmacher. Bällchenmacher. Aber er müsste. Ja, sieht gut aus. Ich darf das heute probieren. Ich bin schon ganz gespannt. Liebe Zuschauer, ich werde Ihnen gleich sagen, wie das schmeckt. Ich bin so richtig froh und glücklich. So, und jetzt noch etwas Dekoration. Ich glaube, ich müsste sogar noch etwas Minze da versteckt haben. Ich schaue gleich noch mal. Hier bei uns liegt sie gerade nicht. Aber während du die Minze holst, sage ich noch mal, was die Zuschauer hier sehen gerade. Falls sie eingeschaltet haben, sie können übrigens all unsere Kochshow-Folgen auch nachschauen in der Mediathek. Da finden sie noch mal sämtliche Kochshow-Folgen. Und sie haben ja wahrscheinlich auch schon festgestellt, zu anderen Uhrzeiten sieht man uns auch noch. Manchmal samstags abends um 20.45 Uhr auf Anixe Plus oder morgens ganz früh. Sonntags morgens ist es, glaube ich, schon ganz früh um 8 sieht man uns teilweise. Da sehen Sie dann immer wieder eine andere Folge, auch mal eine etwas ältere und dann wieder die ganz neuen. Also Sie haben genügend Möglichkeiten, diese Folge auch noch mal zu sehen, falls Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben. So, also die Minze ist unauffindbar. Dann machen wir das doch ganz einfach anders. Wir haben doch hier ganz leckere, frische Pfälzer-Erdbeeren. Ja. Die haben schon einen Geschmack. Das ist wirklich unglaublich. Ich da nieder. Also, liebe Zuschauer. So, bitteschön. Danke. Dann stellen wir das auch noch mal daneben. Oh mein Gott, ist das heiß. Das ist wirklich toll. Und oh mein Gott, ist das kalt. So. Frisches Erdbeer-Rhabarber-Eis, selbstgemacht von Jörg Guhmann. Frischer Erdbeer-Rhabarber-Crumble. Und in der Mitte haben wir die Kombination aus beidem. Großartig. Also man kann es wirklich, das ist nicht nur ein Nachtisch, das ist eine richtige Mahlzeit. Ja, davon wird man satt. Ja, davon wird man wirklich satt. Sie müssen das unbedingt nachbacken, kochen, zubereiten, wie auch immer. Es lohnt sich wieder. Wie gesagt, Rezepte www.anixehd.tv/kochshow. Und ich würde sagen, für die nächste Show sollten Sie auch schon wieder bereit sein, wenn es heißt Kochen mit Anixe. Guhmanns schnelle Küche. Bis bald.